Nun geht es uns um den Blick hinter den Vorhang und in die Praxis. Dazu haben wir zwei sehr spannende Persönlichkeiten eingeladen, die jeweils ihre Gärten in den Fokus rücken werden. Beginnen möchte ich mit Monika Grünenfelder. Sie ist begnadete Netzwerkerin, Gründungsmitglied und Geschäftsführerin des Vereins Bodenseegärten. Die Bodenseegärten lassen sich in ein Motto fassen: Ein See, vier Länder. Sie laden zur Entdeckungsreise durch die Zeit ein, sehen sich aber auch als Motor für eine nachhaltige Vermarktung und die Entwicklung der Bodenseeregion. Monika Grünenfelder wird uns dieses Netzwerk und seine 19 Mitgliedsgärten jetzt vorstellen. Grüezi miteinander. Von meiner Seite auch noch ganz kurz. Ich mache es aber nicht in Schweizerdeutsch, sondern ich bleibe beim Hochdeutsch. Das klappt nicht. Genau, danke. Jetzt klappt. Zu meiner Person haben Sie schon einiges gehört. Wie gesagt, vor 2013 war ich Geschäftsführerin einer Tourismusorganisation. Das vielleicht noch der Bezug zu meinem Vorredner. Im Thurgau, auf der Schweizer Seite vom Bodensee, und bin, wie gesagt, seit da Geschäftsführerin der Bodenseegärten, bin verheiratete Mutter eines 7-jährigen Sohnes. Praxis, was heißt Praxis? Ich bin nicht, auch nicht die Gärtnerin, wobei ich habe einen Privatgarten, einen Kräutergarten. Aber bei den Bodenseegärten ist die Praxis halt einfach die tägliche Arbeit, vielleicht mehr im Büro, auch mal draußen. Das heißt, wer ist Bodenseegärten, ist bei uns jetzt heute die Vorstellung, was tun wir bei den Bodenseegärten, schlussendlich natürlich auch, was sind unsere Herausforderungen und am Schluss noch einige Informationen von hinter den Kulissen. Die Bodenseegärten, glaube ich, Gartennetzwerke gibt es ganz viele, in Österreich gibt es solche, natürlich auch viele in Deutschland. Am Bodensee haben wir uns überlegt, was ist denn eigentlich das Spezielle an uns, und haben festgestellt, dass es diese Reise durch die Zeit ist. Rund 7000 Jahre Gartenbaukultur kann man hier erleben. Nämlich von den Pfahlbauten rüber über das Mittelalter, Renaissance, Rokoko bis zum heutigen Tag. Wir haben uns auch überlegt, 2010 schon, was sind unsere Konkurrenten? Sind da bis Niederösterreich gegangen, 2011 zu den Gärten Niederösterreichs, Gartennetzwerk Bayern, relativ neu, die Gartenakademie von Baden-Württemberg. In der Schweiz gab es noch keine Netzwerke. Somit haben wir gesagt, Bodenseegärten hat eine Daseinsberechtigung. Gärten der ersten Stunde, ganz klassisch Insel Mainau, kennen Sie bestimmt, Insel Reichenau, so als Geburtsstunde mit dem Abt Walfried Strabo. Karthaus Itting, ein Schweizer Garten, ein Kloster ehemals, Napoleon-Museum Thurgau und der BBZ Arenenberg. Salem gehört auch zu uns, der ganze Gartenkanton Thurgau. 2015 und 2016 kamen dann weitere Gärten dazu mit Lindau und Überlingen am Bodensee weiterhin. Auch kleinere wie Schloss Wartegg oder auch mal ein archäobotanischer Garten. 2017 noch einmal 5 neue Gärten. Also Sie sehen, wir haben begonnen 2013 mit 9 Gärten, mittlerweile sind wir 19 Gärten und wir haben schon Zusagen für nächstes Jahr. Seeburgpark in Kreuzlingen, wunderschöner Uferpark, 2,5 Kilometer direkt am Bodenseeufer. Parkhotel St. Leonhard, 40 Hektar großer Park rund ums Hotel. Auch kleinere Gärten wie in Singen oder im Privatgarten, ein Gartendenkmal in Konstanz vom Ehepaar Stiegler. Das macht uns aus. Sie haben es gehört bei der Einleitung. 4 Länder. Wir sind nicht 4 Länder. Wir sind 2 Länder im Moment. Also unser großes Engagement geht Richtung Österreich. Ich weiß, ich habe hier einige Vertreter, vielleicht weniger vom Vorarlberg, weil das wäre natürlich unsere Intention. Aber wir haben jetzt letzte Woche ein Gespräch geführt und nächste Woche noch eins. Und also ich bin da schon freigebig. Ich gehe da schon rein und sage Ihnen, wir bieten Ihnen das, das und das. Machen Sie mit Überzeugung mit, weil von dem leben wir. Zudem dann später noch mehr. Und Liechtenstein, da wäre so ein alpiner Garten natürlich ganz schön, zum Beispiel in Malbun. Auch da laufen Gespräche im September. Ich hoffe, wir erreichen unser Ziel mit den 4 Ländern schon auf nächstes Jahr. Unser Ziel ist ganz klar, wir sind ein Netzwerk, das heißt, wir wollen vernetzen und wir wollen fördern. Schlussendlich wollen wir Besucher in die Gärten bringen, begeisterte Besucher, aber schlussendlich wollen wir die Besucher auch nicht im Juni und im Juli, primär im Juli und im August, an den Bodensee holen.
Wenn Sie schon mal in den Sommermonaten am Bodensee waren, dann wissen Sie, es hat ganz viele Leute, vor allem am deutschen Ufer, und es ist zum Teil nicht mehr schön. Also wir wollen wirklich die Gärtenbesucher animieren, im Mai zu uns zu kommen, vielleicht schon noch Anfang Juni, dann aber wieder im September, Oktober. Und ich glaube, alle Gartenreisenden wissen das, da kann man auch gut zu uns kommen und da ist es auch sehr schön. Bodenseeregion, Ziel ist es von uns auch, dass man längerfristig immer mit Bodensee auch gleich die Gärten assoziiert. Aufgaben, ich habe es erwähnt, Vermarktung, Angebotsentwicklung, auch ein Teil, Qualität, das Aufräumen ist uns auch sehr wichtig und Netzwerken. Wir geben klassisch unsere Gartenbroschüre raus. Ich habe einige da, aber nur wenige. Bitte sonst einfach bestellen. Dann haben wir Medienarbeit mit unserer Presseagentur. Klar machen wir Internet, Online-Marketing und Evententwicklung. Sie fragen sich vielleicht, wie finanziert sich so ein Netzwerk? Immer ein großer Punkt, eine große Frage. Wir hatten das Glück, 2013, da wir eben so eine Vier-Länder-Region sind, eine Interreg-Förderung zu bekommen. Das ist mit EU-Mitteln und auch mit Schweizer Fördermitteln bestückt. Und 2016 noch einmal das Glück, eine Nachfolgeförderung zu bekommen, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt gehen soll, weil es ja nur Anschub ist. Aber vielleicht, wenn man kreativ ist, wir haben das Thema Natur im Vordergrund gestellt und Kultur, da ist es uns gelungen. Zudem haben wir auch einen Vorstand, einen sehr großen Vorstand, nämlich alle Gärten sind bei uns im Vorstand. Zudem haben wir ein Dreier-Co-Präsidium mit dem Andreas Jung, Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Konstanz und die Verena Herzog in Bern für den Thurgau. Wir waren auch in Berlin, wir waren auch in Bern. Dieses Jahr waren wir mit Staatssekretärin Gur Hirsch im Landtag in Stuttgart und werden nächstes Jahr wo sein? Natürlich in Bregenz, im Landtag. Weil, wie Sie vielleicht schon merken, wir lassen nicht locker, wir bleiben da dran. Evententwicklung habe ich vorher erwähnt. Wir haben in 2014 die Gärten in Sachsen-Anhalt besucht und haben da erfahren, dass es da immer wieder Veranstaltungen gibt, wie Parkseminare und romantische Gärten. Da haben wir gesagt, sowas brauchen wir für den Bodensee, haben Angebotsentwicklung und Evententwicklungsworkshop gemacht und sind dann auf diese lange Nacht gestoßen. Im Juni wird es schwierig, gebe ich zu, weil die lange Nacht beginnt ja erst um 21.30 Uhr, aber trotzdem, die Gärten machen mit. 20 Gärten sind es im Schnitt, vielleicht einmal 25, jetzt sind wir im dritten Jahr. Wir haben vielleicht so 4.000 Besucher an den beiden Wochenenden, ist vielleicht nicht extrem viel, aber da machen auch private Gärten mit, die ihre Türen öffnen und vielleicht nur 20 Gäste einladen. Also sehr schöne Events, wenn Sie sich da mal halt trotzdem im Juni, aber noch Anfang Juni, im September an den Bodensee begeben wollen. Einige Bilder noch aus dem Seeburgpark vom letzten Jahr. Dann haben wir seit 2016, nämlich seit Beginn der Interreg-Förderung, sind wir auch Lizenznehmer von Natur im Garten. Wir dürfen in der Schweiz Naturgärten auszeichnen und auch in Deutschland. Und wir haben mittlerweile 32 Gärten, das ist noch nicht sehr viel. Aber wir haben die Freude, dass es langsam sich unter den Gärten rumspricht. Was hast du denn für eine Plakette? Die möchte ich auch haben. Wo bekommt man das? Ich glaube, das ist auch die Idee, was wir vorher gehört haben. Hier auch noch Bilder. Wo wir gesagt haben, wir müssen in die Medien damit, mit dem Andreas Jung noch einmal, mit der Frau Herzog. Ein Novum, das wir dieses Jahr hatten, wir haben den Oscar in die Gärten geholt, nämlich den Bodensee-Gärtenpreis haben wir zum ersten Mal verliehen. Und das haben wir in den Kategorien gemacht, historische und zeitgenössische Gärten und auch natürlich in der Kategorie umweltbewusstes Gärten. Wir haben da, glaube ich, bewegte Gewinner gehabt am 4. Mai in einer sehr schönen Preisverleihung auf der Insel Mainau mit der Gräfin Bettina Bernadotte und mit der Staatssekretärin Gur Hirsch. Einmal ein Garten links, der Adolf Rösli aus der Schweiz hat gewonnen und der Lebensraumgarten in Deutschland von der Frau Rehmann und Herr Schrader und auch ein Lebenswerk wurde ausgezeichnet. Am Start ist auch so eine Bauerngartenroute im Thurgau, Bauerngärten als Erhalt vom Kulturgut. Nächstes Jahr, ich hoffe, Sie sind dabei, jetzt sind Sie nach Berlin gereist, nächstes Jahr geht es an den Bodensee am 4. und 3. Mai. Wir planen in Lindau das erste Gartensymposium am Bodensee. Freitag wird Exkursionen sein, auch mal ins Allgäu rein oder in den Helixgarten und am Donnerstag dann das Symposium. Wir möchten das auch weiterziehen, im Rhythmus von allen zwei Jahren, vielleicht auch mal in die Schweiz, nach Kreuzlingen, 2020 nach Überlingen und 2024 dann nach Bregenz. Dazu haben wir eine Interreg-Kleinprojekteförderung bekommen.
Wir werden zusammen mit der Landesanstalt für Gartenbau und Weinbau von Bayern die Gartengästeführerausbildung an den Bodensee holen 2019. Und wir werden auch, heute ist die IGA hier in Berlin, die wäre aber eigentlich am Bodensee gewesen. Nur der Bodensee hat es 2010 war das nicht geschafft, für 2017 so eine Planung in die Wege zu leiten. Wie gesagt, schön auch hier. Trotzdem, von den Bodenseegärten haben wir uns gesagt, warum schaffen wir es nicht? Mittlerweile 19 Gärten, vielleicht auch bald in Österreich und Liechtenstein dabei, so eine Gartenausstellung auf die Beine zu stellen. Wir machen das 2019 mit Blick dann auch auf 2020, wo in Überlingen dann die Landesgartenschau stattfinden wird. So eine kleine Übersicht, lange nachgestartet an Natur im Garten, die Preisverleihung, Gartensymposium mit Bauerngartenroute, die Gartenausstellung und wie gesagt dann 2020. Diese Landesgartenschau. Unsere Herausforderungen sicherlich im Interreg-Projekt 16 Projektpartner zu handeln, wobei ich merke immer wieder, die sind sehr motiviert, sehr engagiert und ja, sie sind eigentlich auch nett zu mir und ich glaube, das ist auch wichtig, dann läuft's. Zwei Interreg-Projekte, auch das nicht ganz einfach, doch auch da, das sind Menschen dahinter, wenn man da sorgfältig aufgeräumt arbeitet, strukturiert, ich glaube, dann schafft man es auch. Sicherlich bleibt die Herausforderung aller Gartennetzwerke, zumindest mal Schweiz, deutschlandweit, die Finanzierung. 40, 60 wäre so der Wunsch, da sind wir noch weit entfernt. Mit Interreg schaffen wir das. Das out of the box vielleicht noch ganz kurz. Warum gibt es uns? Die Gärten haben das Gartennetzwerk gewollt. Ich glaube, das ist mit ein Erfolgskriterium. Wir brauchen Leuchtturm wie die Insel Mainau. Die Insel Mainau sagt aber immer wieder, wir brauchen Bodenseegärten, was uns sehr freut. Ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Mit Gärten trifft man natürlich auch den Zeitgeist. Wir haben engagierte Partner, die auch mal in ihrer Freizeit sich für das Netzwerk einsetzen und Kooperationen dranbleiben. Mit einem emotionalen Thema haben sie schon die halbe Miete. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, auch am Nachmittag bin ich gerne dabei. Danke. Ja, vielen Dank an Monika Grünenfelder. Gibt es noch eine Frage? Ich hätte jetzt eine Frage. Dieser Oscar, den du gesagt hast, ist der nur unter euch 19 Betriebe oder ist der auch auswärtig in andere Gärten möglich? Ganz gute Frage. Also primär wollen wir natürlich schon den im Bodenseeraum vergeben, aber Bodenseeraum, eigentlich alle, die sich zum Bodensee zugehörig fühlen, die sind da eingeladen, sich dafür zu bewerben. Natürlich schaue ich jetzt den Reinhard nicht an, weil wie gesagt, also im Schnitt ist es so rund 100 Kilometer um den Bodensee herum. Wir möchten aber nächstes Jahr, vielleicht haben wir auch journalistische Vertreter hier, auch einen Bodensee-Gärtenpreis für die Medien verleihen, weil wir haben gemerkt, das wird noch gewünscht, gibt es am Bodensee nicht. Und wenn wir schon Preisverleihung haben, ist der Aufwand relativ klein, das noch auszubauen und sicherlich auch mit Vorteilen für das Netzwerk verbunden. Danke. Dankeschön an Monika Grünenfelder. Vom Bodensee schauen wir jetzt hinauf in den hohen Norden zum Park der Gärten Bad Zwischen an. Zunächst als temporäre Gartenschau konzipiert, mauserte sich der Park der Gärten rasch zu einer der wenigen dauerhaften Gartenschauen in Europa. Einzigartig ist sicherlich die Rolle als Schaufenster des niedersächsischen Gartenbaus. Ich freue mich nun auf Christian Wanscher, das Mastermind des Parks der Gärten Bad Zwischen an und dem Pflanzenbotschafter der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Er wird uns erzählen, wie es im Park der Gärten gelingt, die Menschen für das Garteln, für die Gärten, aber auch für die grünen Berufe zu begeistern. Herzlich willkommen, Christian. Welches hätten Sie gerne? Achso, dann nehme ich das. Ja. Moin. Gestern Abend im Hotel auch, ich sage ja immer Moin. Ne? Moin kommt aus dem Plattdeutschen, Plattdeutsch. Oben von Ostsee, von der Nordsee aus Ostfriesland, da können wir weg. Moin heißt, kommt von Moin Dach. Und das heißt auf Deutsch guten Tag. Und deswegen sagen wir das morgens, mittags, abends und nachts. Und wir sind nicht so Quasselstrippen wie in Hamburg, die sagen Moin Moin. Die sagen guten Tag, guten Tag. Kann man, muss man aber nicht. Geht? Geht nicht? Ach, anmachen. Das ist er. Da sitzt er im, es ist nicht hier in einem Garten, wo ich bin Verwaltungsfachangestellter.
In der vorherigen Tätigkeit vor 17 Jahren war ich Leiter des Ordnungsamtes. Und Herr Oberacher, genau das ist richtig. Bei uns ist die Rasenkante das wichtigste Indiz dafür, dass ein Garten gepflegt ist. Weil 100% ihrer Gäste erkennen, ist gerade, ob die Pflanze ganz toll ist. Das können vielleicht 12 oder 13 oder 14% rauskriegen. Ich auch nicht, aber dass die Rasenkante gerade ist, das weiß ich. Und deswegen machen wir das. Ich bin heute hergekommen, um Ihnen diese kurzen Fragen binnen 10 Minuten näher zu bringen. Also entschuldigen Sie bitte, dass ich etwas schneller reden werde, weil auch für die Übersetzer, das wird etwas schwierig werden. Nein, ich mache langsam weiter, also ganz entspannt. Also die Geschichte ist angeklungen worden oder ist angesagt worden, wir sind relativ jung und frisch, so wie ich auch mal war. Wir sind im Jahre 2000 eröffnet worden, am 18. Mai. Und am 19. Mai hat die niedersächsische Landesregierung in ihrem großzügigen Wahnsinn beschlossen, es soll Landesgartenschauen in Niedersachsen geben. Dann machen wir doch mal im Gartenkulturzentrum die erste Landesgartenschau. Wir haben uns nicht beworben, wir haben es gemacht. 981.732 Gäste sind gekommen, weil wir was gemacht haben? Wir haben nämlich die Sucht des 21. Jahrhunderts befriedigt. Sir Terence Conran sagt, Essen und Garten sind die Sucht des 21. Jahrhunderts. Und weswegen besuchen Menschen Garten, schauen? Die deutsche Sprache ist ja so schön einfach. Wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, dann erwarte ich 22 Leute, die hinter so einem Ball hinterherrennen und das Runde ins Eckige bringen. Und wenn ich zum Motorradrennen war, dann erwarte ich Motorräder, die rennen, also um Wette fahren. Und wenn ich zu einer Gartenschau gehe, erwarte ich... Wie sind wir drauf gekommen, dass man Gärten ausbauen kann? Wir haben gesagt, wie gesagt, keine Ahnung vom Garten, von Marketing auch nicht. Kameralistik war das, was ich buchhalterisch konnte. Und wir sollten eine Gartenschau machen, haben uns überlegt, wer macht denn sonst sowas? Es gab gerade schon schöne Beispiele in Nivea und sowas. Wir sind zu IKEA gegangen. Weil IKEA ist das erste Möbelhaus gewesen, was nicht 30 Betten nebeneinander gestellt hat oder 20 Tische, sondern die haben Zimmer gemacht. Die haben die Zimmer ausgestattet. Und da sind Willi und Wilma dann hingegangen. Und Wilma weiß ja, wie sie will, dass ihre Wohnung aussieht, aber Willi hat keinen Plan davon. Und wenn Willi dann sieht, in der Wohnung sitzt und sagt, so willst du es haben, das kriegen wir hin. Und das Gleiche ist bei uns im Garten. Sie kommen in komplette Gärten, die von Floristen gestaltet sind. Und Willi und Wilma oder Thomas und Andrea oder auch Kevin und Chantal fühlen sich dort wohl. Und davon haben wir 44, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und das Tolle ist, die bauen nicht wir, sondern wir haben 140 Paten aus dem Gartenbau in Niedersachsen, die diese Gärten als Dauerausstellung auf eigene Kosten, also deren Kosten, bei uns bauen und das in einer durchschnittlichen Zahl für 3 Jahre und nach 3 Jahren kommt was Neues und deswegen können unsere Besucher bei uns regelmäßig was Neues sehen. Es ist ein Outdoor-Katalog, man kann da ständig durchrennen, es gibt ganz viel Informationen dazu. Was erwarten aber die Menschen von einer Gartenschau oder von einem Schaufenster des Gartenbaus? Also das ist unser Eintritt, unser Besucherzentrum neu. Früher ist man bei uns durch ein Zelt gegangen. Da konnten die 10 Euro schlecht gerechtfertigt werden. Wenn die Leute drin waren, waren sie zufrieden. Hat sogar, wir haben unser Kassenpersonal, wenn es ihnen nicht gefällt, kriegen sie Geld zurück. Hat noch nie einer Geld zurück. Wir haben schon mal einen Kniefall von einem Herrn gekriegt, sagt, danke, dass Sie mich überredet haben, reinzukommen. Wenn Sie noch nicht da waren, wissen Sie ja, ne? Steht spätestens nächstes Jahr auf der Agenda. Und was erwarten die Menschen, wenn sie in eine Gartenschau kommen? Nicht nur Gärten, sondern Blumen. Blumen. Wechselflorblumen, Blumen in den Gärten oder Blumen in unseren Sortimenten. Das ist das, was sie erwarten. Was sie aber tatsächlich wollen, ist was zu essen, was zu trinken, eine saubere Toilette und Unterhaltung. Das sind die Basics. Wenn das nicht ist, ist gar nichts. Und Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Wir haben das große Glück, wir sind ein Genpool. Wir wahren die Pflanzen für die Nachwelt auf, haben Europas größtes Rhododendron-Sortiment, 36 Pflanzensortimente. Wir knallen da Unmengen von blühenden Pflanzen rein und die Medien sind begeistert. 150.000 Zwiebeln. Wenn Sie 3.000 machen, sagen Sie, ja, 3.000. 150.000 zählt keiner nach. Kraut und Rüben, ja? Schon mal da, ja, noch nachgezählt, ja. Passt. Machen Sie viel. Und bei uns ist der Mehrwert die Inspiration. Es gibt ganz viel Themenwochenenden dazu. Also Kamelienrasen, Rhodo, Stauden, Rosen, Hortensien, Taglien, Agapanthus, Heide, Herbstblüher. Nur so ein kleiner Ausschnitt. Große Wochenenden mit ganz vielen Fachleuten, die dazu Informationen kriegen. Und das ist so ein klassisches Bild, ne? Das braucht man für die Prospekte. Das ist Marketing pur. Da weiß man, Mutti und Vati und Kinder kommen her, haben Spaß. Wir kommen im Federballspiel im Garten? Keiner. Aber trotzdem ist egal. Man kann Picknick machen, man kann was Leckeres essen. So sieht das aus, wenn man Werbung macht. Und wissen Sie, wie es bei uns aussieht?
Wir machen Sandhaufen, stecken da ein paar Glasperlen an und sagen, mach Schachsuche, Schatzsuche. Und Mutti und Vati und Kinder toben durch den Sand. Also das war mal ein schöner Haufen. Das ist nach der Veranstaltung, das ist eine große... Wir machen bei uns die Spielwelten ohne Hüpfburg. Keine Hüpfburg. Bei uns gibt's Schnitzen, also Messer. Und die modernen Mütter erwarten gleich das DRK nebenan, weil Tausende von Verletzten wahrscheinlich danach aus dem Park gefahren werden. Wir machen das seit 15 Jahren. Wir haben noch keinen Verletzten aus dem Park gefahren. Also die Kinder können ganz viel. Mutti muss nur sagen, darfst du auch. Fadi auch. Gendergerechtigkeit. Entschuldigung. Ja, 14 Hektar haben wir und bei uns geht's los. Wir haben die ersten Autobahnschilder, wir haben diese braunen Schilder, kennen Sie bei uns, wir sind saisonal. Wir haben die einzigen klappbaren Autobahnschilder in Deutschland, weil wir nur saisonal da sind. Also die werden im Frühjahr aufgeklappt und im Herbst wieder zugeklappt. Und dann kommen die bei uns. Wir haben Wohnmobilstellplätze, wir haben Pkw-Stellplätze, es kostet kein Geld zu parken. Wir haben Gärtnermarkt, großzügige Kassen, Serviceeinrichtungen, ganz viel. Wir haben Gartentelefon, wir haben Gartentreff. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag, jeden Feiertag stehen die Gärtnerinnen und Gärtner bei uns im Park, geben Rede, stehen Rede und Antworten. Man kann montags und freitags ganzjährig bei uns anrufen, kriegt Antworten. Jeden zweiten Sonntag sind Fachvorträge, Seminare, Exkursionen. Bei uns kommt man her für die Inspiration und Information. Und Information wird ganz groß geschrieben, weil das ist unser Mehrwert. Willi und Wilma wissen noch, wovon sie sprechen im Remergarten. Andrea und Thomas, ist schon schwierig. Kevin und Chantal, vergessen Sie es. Und die müssen Sie abholen. Und die kriegen Sie mit der Information, zum Beispiel in der Schule im Grün. 200 Schulklassen sind regelmäßig da. 30 Programme haben wir, Kinderakademie, Forschertagebuch, so eine Rallye. Da müssen die Kinder 95 Treppen den Turm hoch und wieder runter, sind die auch platt. Dann wissen sie danach, dass eine Biene 30 km/h schnell fliegt. All solche Sachen, ganz einfach, Basics. Und die Kinder sind begeistert. Wir brauchen nur nicht auf der Hüpfburg. Gibt's nicht. Und Kultur. Was wären wir ohne Kultur? Gartenkultur, Kultur. Die Kultur kommt aus dem Garten. Das erste Kultivierung war Pflanze. Und das vergessen wir mal vor den Hochkulturen. Aber wir haben Hochkultur, wir sind Gartenkultur und wir machen das. Und bei uns gibt es natürlich Kultur im Garten, aber das ist dann Hortensientag. Dann steht da vorne einer, nicht ich, sondern andere, die das noch besser können und erzählen was von Hortensien. Und Mutti und Vati sind begeistert. Und da gibt es Licht. Licht ist so schön mit Wasser. Und die Leute kommen. Wir haben das kommende Wochenende mystische Nächte. Pro Abend 5000 Gäste. Voll. Auch wenn es regnet. Nur wenn Sturm ist, ist doof. Muss abbrechen. Ist doof. Oder wir machen Gartenkultur anders. Wir haben eine ganze Wohnung gebaut. Mit der ländlichen Erwachsenenbildung. So eine Küche, Badezimmer, Schlafzimmer. Badezimmer war cool. Ich hätte einmal gesagt, geil. Wir haben da so eine Toilette hingebaut und mit so einem Bewegungsmelder, wenn du vorbeigegangen bist, hast du... Das wissen die Leute heute noch. Das war so eine blöde, ne? Ja, 2 Minuten noch, kulturelle Veranstaltung. Also es geht, also die kommen, läuft wie blöd und das für alle, also barrierefrei, ganz wesentlich. Unsere Veranstaltung, habe ich gesagt, jetzt werde ich wieder schnell, ich habe noch 2 Minuten. Die Aufgaben, steht bei uns die Pflanze im Mittelpunkt oder der Garten? Der Mensch. Der Mensch, der den Garten erleben kann, in einer ganz besonderen Art und Weise. Wir machen Nachwuchsförderung für den Gartenbau. Wir sind das Informationszentrum des niedersächsischen Gartenbaus. Wir haben alleine 9000 etikettierte Pflanzen. Wir haben ihn mit QR-Codes ausgestattet. Interessiert keine Wurst. Smartphone und Natur geht nicht zusammen. Lassen Sie das, geben Sie kein Geld dafür aus. Machen Sie barrierefrei, machen Sie kostenlos. Machen Sie das mit den 5 A's. Fragen Sie sich jeden Tag wieder, alles anders als alle andere. Nehmen Sie trotzdem 1 Euro als Eintrittsgeld. Das bringt, hat viele Vorteile, den zu haben. Aber alles andere, machen Sie es einfach anders. Versuchen Sie es anders zu machen. Überlegen Sie sich das. Und vielleicht kennen Sie den... Der sagt was. Das ist schön. Also auch die Fachleute haben was. Das sind Prädikate. Eske Nannen ist so Kunsthalle Emden von Henry Nannen, die Frau. Ja, das ist schön, nicht? Also es gibt ganz viel Service bis 18 Jahre frei, freier Eintritt, Bollerwagen, Rollstühle, barrierefreie Toiletten, alle. Wir sind kinderfrei zertifiziert, wir sind serviceorientiert zertifiziert. Und den kennen Sie auch, ne? Karl Kuck, hat er gesagt. Also auch aus Berlin darf man zu uns kommen. Das ist kein Problem. 155.000 Menschen machen das, zuzüglich der Kinder und die ganzen Leute, die Kulturelles mitmachen. Das ist unser Turm. Und da gehe ich ab und zu rauf, 95 Stufen nach oben, um im Endeffekt nicht den Überblick zu verlieren. Denn wenn Sie das Thema Garten an den Menschen ranbringen wollen, müssen Sie den Menschen mit seinen Grundmanifesten begeistern. Die Natur ist so farbenfroh, deswegen sind bei uns alle Schilder grau, alle Gebäude grau. Der Natur braucht man nicht ins Handwerk pfuschen. Lassen Sie die Natur für sich spielen. Seien Sie authentisch,
Leben Sie Service, seien Sie nett zu Ihren Gästen, weisen Sie auf das Besondere hin. Und deswegen darf man bei uns auch immer auf den Rasen gehen. Ich hoffe, die 10 Minuten habe ich eingehalten. Vielen Dank.